herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mikrofon an. Ja. Witzigerweise habe ich beim Mutlu im Video gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Haben wir einmal nicht gefragt und zack, mein Mikrofon nämlich nicht an. Also es ist begründet. Okay, so, wir sind mal wieder in Troisdorf bei Andi. Hi. Subi Performance. Dieter. Subi Dieter, Dieter Performance. Und zwar geht es heute los mit Abarth Motor. Mhm. So, der Rennstrecken-Dieter, der kriegt jetzt einen neuen Motor. Jetzt muss man dazu sagen, das ist nicht der Motor, der ursprünglich in dem Auto drin war, sondern wir haben einen anderen Motor besorgt. Der läuft noch, ne? Genau. Den habe ich tatsächlich heile ausgebaut. Den habe ich heile ausgebaut, Folie drum. Der hat schon auf die Fresse bekommen. Der 161 171.000 ist drin. Krass. Ja, das war der von deiner Frau, ne? Genau. Der war brutal, das Ding. Ich baue auch den Toyota Aygo von Anno. Hast du den Aygo gesehen, den Dreizylinder? Nee. Alter, von Gazoo Racing. Dreizylinder, 260 PS. Leichtbau, Carbondach, Alu-Türen. Boah. Wo kommen die her? Ja, von Toyota. Toyota, so GR, also auf GR-Line. Mhm. Ja, so zeige ich dir später. Ich habe nur ganz viel jetzt von dem GR halt schon da gehört, den wollen die aktuell haben und tunen und so weiter. GR4. Ja. Ist das der? Nö, glaube ich nicht. Aber der sieht halt mit breiten Backen und so weiter. Toyota Yaris. Genau. GR. 4. Das ist der. Das ist der? Ja, ja. Aber es ist Vierzylinder. Nee. Doch, ich glaube schon, ne? Also ich meine GR. Egal, wir sind bei Fiat, wir reden später darüber. So, okay. Plan ist es, jetzt nicht einen 1000 PS Fiat Motor zu bauen. Nicht? 2000. Nee. Okay, klar. Plan ist es eigentlich nur den Motor, ich sag jetzt mal rundstreckenfest, für so 300, vielleicht 400 PS zu machen. Mhm. So, jetzt ist das krasse, habe ich ein Video gefunden im Internet. 420 PS in dem Ding, fährt mal 100, 200, eine schlanke 6.0. Oh. Das war schon... Sind wir schon zornig, ne? Mhm. So, für alle, die jetzt das allererste Fiat-Video hier sehen, 1,4 Liter, Vierzylinder, 72 mm Bohrung, 16 Ventile, Serie zwischen 135 und 180 PS. So. An sich, typische Programm, Motor komplett zerlegen, reinigen, bohren, hohen Plan, andere Kolben rein, andere Pleu, andere Bolzen. Mhm. So, ihr seht jetzt wieder, Andis italienische Hausmarke, sage ich jetzt mal. Ich feiere ja allein die Kartons, ne? Also muss man wirklich sagen, die Kartons sind eins. Die sind echt schick. Die Kartons von den Jungs sind wirklich... So kommen die Kolben da drin. So, es ist natürlich so, so Heimatliebe mit der italienischen Flagge auf der Seite, ne? Wenn wir eine deutsche Flagge drauf machen. Male Motorsport! Ich habe mal eine Frage. Die Komponenten, die jetzt hier auf dem Tisch liegen, das sind auch die, wenn wir generell von einer Motorverstärkung reden, ja, die man dann tauschen müsste? Jein. Also der kleinste Step der Motorverstärkung beim Turbomotor ist eigentlich immer erstmal nur die Pleuel zu tauschen. Mhm, okay. Weil es gibt manche Motoren, wo halt die originalen Malekolben extrem gut drin sind und man es gar nicht tauschen muss. Zum Beispiel S4, RS4, kannst du im Originalkolben 1000 PS fahren. Ah, okay. So, da würde man nur die Pleuel tauschen. Mhm. So. In dem Fall wollen wir eigentlich auch mit der Verdichtung einen Tucken runter. Die sind jetzt auf Serienmaß, da gehen wir aber später drauf ein. Aber das ist halt das, was man schon verstärkt als erstes. Ne? Ja, wie Philipp schon sagt, das ist auch je nach Motor unterschiedlich. Jetzt bei dem einen Motor Subaru, da bricht immer der Kolbenringsteg. Ne? Also da ist der Kolben der Schwachpunkt. Ist bei Golf auch so. Ja, irgendwo ist immer ein Knackpunkt. So, und diesen Motor haben wir auseinandergebaut und da ist auch dezentes Loch bzw. einmal komplett durchgebrochen. Sieht man von der Seite schön. Ja, habe ich gerade schon. Krass. So, das kann jetzt viele Ursachen haben. Meistens ist das aber eher mehr so ein Klopfen oder irgendwas, dass an der Verbrennung irgendwas falsch war. Ja, sowas oder hier ein Wasserschlag. Wenn oder Wasserschlag, genau. Das ist schon sportlich. So, und dazu halt diese italienischen Spaghetti-Ploy. Jetzt muss man dazu sagen, die neuen sehen jetzt auch nicht so krass viel dicker aus. Aber das Material. Genau, werden schon Welten sein. Ne? So, jetzt sag du mal als neuer IRP-Vertreter, was wir eigentlich genau haben. Ja, wir haben hier die IRP Gold Line. Mhm. Darüber sind wir ja schon mal eingegangen, dass IRP die Entry-Level hat, Silver Line, Gold Line und Platinum. Die Unterschiede sind dann die verschiedenen Härtegraden des Materials. Und umso stabiler und härter oder irgendwie widerstandsfähiger das Material ist, umso filigraner kannst du es gestalten im Design. Und umso leichter wird das Pleuel dann am Ende. Ne? Sind die, da bin ich jetzt gar nicht auf dem aktuellen Stand, baut IRP immer ein E-Pleuel? Oder sind die normalen, die sie haben, die kleinsten H-Pleuel? Nein, die variieren das je nach Wunschprofil. Und je Okay, krass. Also da gibt es zum Beispiel Platinum-Line, manchmal haben die I, manchmal haben die H. Aber grundsätzlich von der Grundtheorie ist das E-Pleuel ja das massivere Pleuel. Sieht man ja auch, in der Serie ist ja auch ein E-Pleuel hier drin.
Wir haben vier Yamaha verbaut und deswegen sehe ich gerade mehr oder weniger zum ersten Mal seit langem mal wieder ein E-Ploy. Aber ist schon cool gemacht, ne? Wenn man so sieht, wie das hier so nach unten raus, links und rechts nochmal so ein bisschen ausgeprägt ist. Ja. Hat sich schon einer ein bisschen was gedacht. Dann die guten 625 ARP-Schrauben hier drin. Das habe ich auch erst gerade entdeckt. Man könnte sagen, feinste Ware hier. Ich weiß gar nicht, warum die 625er drin sind, aber Francesco hat die einfach reingeworfen. So. Geil. Dann geht's weiter. Kolben. Sehen jetzt von der Verdichtung her erstmal ähnlich aus. Ich denke, die Kompressionshöhe ist ein minimal anders. Wir können es nicht sehen, weil die Verdichtung ist ja gleich, aber hier haben wir den Hubbel. Ne? Genau. Und die Ventiltaschen sind aber allerdings größer, ne? Weil die sich denken, du machst Nocken rein und dann brauchst du das. Genau, was schon mal cool ist, das heißt, hier ist es ein bisschen flacher, damit sie in der Mitte wieder ein bisschen mehr Material auftragen können, dass es einfach nach unten hin zum Kolben ein bisschen verstärkter ist, ne? Zum Bolzen ein bisschen Platz. Aber von innen sieht der Kolben halt echt krass aus. Ne? Ja, auch wieder so Double Ridge Design, ne? Also man redet Double Ridge immer, diese Stege dazwischen. Dann, jetzt ist der Kolben leider so klein, die konnten hier den Steg nicht noch viel erweitern. Bei anderen Kolben kennt man das halt, dass dann noch Stege nach außen und so weiter gehen. Naja, aber der sieht schon krass aus, der Kolben. Für so einen Abarth kann ich. Also ich würde sagen, so wie das hier liegt, wird das auch ohne Probleme 500 PS können. Ne? Ja, definitiv. Hat er ja eben was uns gesagt. Ja, ja. Viele fragen sich, warum ist jetzt hier keine Beschichtung drauf? Ne? Das ist ja hier blank. IAP hat da zwei, drei verschiedene Lösungsansätze. Je nach Fahrbetrieb haben die sich gesagt, dass man hier keine Beschichtung braucht, denn diese Oberfläche ist ziemlich rau angelegt. Wenn du hier drüber gehst, fühl mal wie so eine Feile. Ja, man sieht es ja schon. Wie so eine Feile. Man sieht schon. Dadurch trägt der Kolben natürlich an der Zylinderwand nur mit diesen Spitzen und dazwischen können sich Öltaschen bilden. Gut für Rennmotoren, alles wunderbar. Allerdings, wenn man zum Beispiel sagt, ich fahre das Ding hier daily, Brötchen holen, würde ich eher auf eine Beschichtung. Weil die, nicht, weil die irgendwie der Verschleiß besser ist, sondern dass die Laufgeräusche sind geringer bei der Beschichtung. Ja, Geräusche sind bei dem zum Glück. Richtig, deswegen haben wir die so gewählt. Ist also so ein bisschen ähnlich, wie du das Hohenbild im Zylinder hast, ist jetzt außen drauf. Genau. Okay, krass. So, in dem Fall ist jetzt die Verdichtung wie Serie, 9,8 zu 1. Ist aber nicht schlimm, weil bei diesem Motor haben wir jetzt nicht mit, serienmäßig eine 0,7er Kopfdichtung drin ist, was extrem dünn ist. Das heißt, man hat nach oben raus haufenweise verschiedenste Dichtungen, die es da ganz normal im Handel gibt. 0,9, 1,2 mm. Kannst du einfach mal zwei aufeinander legen. Zwei aufeinander. Dann gibt es hier vom Competizione, gibt es eine mit 1,7 mm original. Das heißt, da können wir später, wenn wir ihn wirklich ausgeliefert haben, kann man ganz genau sagen, wir hätten gerne die und die Dichtung, je nachdem, welchen Sprit man fahren will und so weiter. Ich bin mir ehrlich gesagt auch bis heute noch nicht sicher, da habe ich allerdings null Erfahrung, ob es für so einen Rennmotor auf der Rennstrecke nicht sogar cooler ist, wenn man diese hohe Verdichtung weiterfährt. Damit so diese Spontanität und so weiter von dem Auto bleibt. Ne? Du willst damit ja nicht hier... So, weil wir auch... Erste, zweite, dritte Gang, zumindest erste, zweite Gang, fahren wir eh keine Leistung. Da wird das Ding ja vom Ladedruck her eher runtergehalten, weil es eh nur durchdreht. Ob es da nicht sogar cooler ist, dass das Ding eher spontan, schnell, zügig losfährt und so weiter. Ne? So, also eigentlich ist es sogar cool, dass wir vom Kolben her erstmal die hohe Verdichtung haben und das dann zur Not über die Dichtung ein bisschen variieren können. Dichtung, wir können Brennraumdesign umfräsen. Zur Not kann ich auch mal mit Francesco reden, ob er uns ein bisschen den Kolben nacharbeitet. Das ist alles möglich. So, können wir einmal hier die Waage aktivieren? Kann ich die hier so mal drüber nehmen? Die oder... Ich will eigentlich nur mal Kolbenploll Interesse halber wiegen, wie wir da gegenüber Serie so drauf sind. Nur so grob. Müssen wir den erstmal rausnehmen, ne? Komplett, wir schmeißen mal beides drauf. So, okay. Achso, okay. Mich würde nur mal interessieren, ob wir so ungefähr beim gleichen sind. Oh, die kann nur ein halbes Kilo. Warte. Das war Nullnummer. Müssen wir noch den großen Liter nehmen. So, 695, krass leicht, ne? Ich weiß, bei Limo hat Kolbenploll zusammen genau ein Kilo. So, jetzt muss natürlich alles drauf packen. Da geht ja nur so. Für die genauen unter uns? Um eine grobe Annäherung. So Schrauben haben wir drauf, wenn wir Bolz drauf. Ja, so ein paar. Noch Rußablagerung bitte abkratzen. Okay, aber das ist schon mal krass. Das ist schon mal sehr gut. Das muss man erstmal hinkriegen. Eine deutlich stabilere Kombi, die 50 Gramm leichter ist. Ja. Vor allem das Material ist halt höher verdichtet, eben Schmiedematerial, und hat eine höhere Dichte und ist eigentlich somit schwerer. Ne? Ja, ja. Aber ich denke, 200 Gramm gespart. Ja. Und Pistonpin ist natürlich massiver ausgelegt. Deutlich. Finde ich auch schon ganz schön massiv für so einen. Ja. Aber du weißt, in Italien
da sind wir mit dem Abarth sind wir bei den Italos genau bei den genau richtigen. Genau richtig, ne? Die machen da, fahren das Slalomrennen mit, die laden da überall 500 PS drauf. So, was mir an dem Auto allerdings so, also das finde ich schon mal richtig geil. Mhm. Ich denke mal, da alles richtig. Diese Ölpumpe gefällt mir so gar nicht. Ich weiß auch, bei den 5-Zylindern ist das auch ein Riesenproblem. Die wird nämlich seitlich auf die Kurwelle gesteckt. Mhm. Die wird hier von diesem Zapfen angetrieben. Ja. Hier sieht man auch schon, wie das sich leicht reingearbeitet hat, ne? Mhm. Ja. Weil hier drin ist einfach nur ein Mitnehmer und hier hinter sind dann, sind da auch Zahnräder hinter? Das müssen ja Zahnräder hinter sein. Ja, ja, so zwei so Ringe, die ineinander, so Zahnradringe, die außen innen sind. So, und dann wird das Öl einfach hier angesaugt und dann hier drin einmal verdichtet und dann hier rausgedrückt. Wir dürfen nicht verdichten sagen, weil Öl sagen, die kann man nicht verdichten. Aber genau genommen kann man Öl verdichten, aber ist egal. Das würde den Rahmen sprengen heute. So, bei der, die gibt es zum Glück neu zu kaufen von Pierburg. Dann sieht das Ganze immerhin schon mal gleich ein bisschen wertiger und schöner aus. Da kann man es ein bisschen besser mal zeigen. Also Öl wird angesaugt, geht dann hier raus, geht dann durch den Filter, hier wieder zurück und dann durch die Öffnung in den Motor. Mhm. So, das macht es schon mal für uns jetzt extrem einfach. Ich wollte mir nämlich irgendwas bauen hier wegen Ölkühler und so weiter. Mhm. Wir können aber einfach diese beiden Stopfen rausdrehen, die da wahrscheinlich drin sind für die Fertigung. Sonst wird man ja, sonst gar nicht gebohrt. Genau, richtig. Ja. Und können hier einfach einen Ölkühler zwischennehmen. Das ist schon cool. So, das heißt allerdings, dass relativ viel Öl gar nicht mehr durch den, habe ich gerade Filter oder Kühler gesagt? Filter. Ja, nee, ich habe so im Hintergedanken noch zugehört. Nee, wir wollen hier einen Ölkühler zwischensetzen. Das heißt natürlich, dass ungefilterte Öl geht in den Motor rein. Was allerdings nicht schlimm ist, weil viele wissen gar nicht, der Filter, der hier sitzt, ist ein sogenannter Nebenstromfilter. Das heißt, da ist ein Überdruckventil drin und meistens ab 1,5 bis 2 Bar Öldruck geht das Öl gar nicht mehr durch den Ölfilter, sondern direkt geradeaus durch. Da gibt es coole Animationen, die ganz einem denn. Viele wissen das wirklich nicht. Viele Leute rufen mich an, warum sind denn der ganze Motor voller Späne? Ich habe doch einen Ölfilter. Ja. Nee, ist ein sogenannter Nebenstromfilter. Deswegen sollte man auch bei Ölfiltern meistens nicht unbedingt den billigsten kaufen, weil es liegt schon irgendwie nahe, dass bei einem besseren Ölfilter, das Ventil, was da drin ist, vielleicht ein bisschen genauer ist, oder? Ja. Ich verbaue nur OEM-Ölfilter. Ja. Ich habe bei, zumindest bei dem Bus, da mache ich auch meine Originalen rein, weil wenn der 30.000 Kilometer mit einem Ölfilter kriegt, dann kann er wenigstens gut gefiltert werden. nee, deswegen ist es für das Auto egal, da macht man eh alle paar Wochen den Ölwechsel. Das heißt hier einfach buff Ölkühler, fertig. Ne? Ja. Bisher ist er ohne Ölkühler gefahren, nur mit dem Wärmetauscher hier. Mhm. Hat auch funktioniert. Hast du ein Mess gemessen? Nee. Hat auch funktioniert, ja. 140 Grad. Hat funktioniert im Sinne von, ist nicht kaputt gegangen. Ja, okay. Allerdings muss man dazu sagen, Wassertemperatur war ein Problem. Dann wird Öl auch ähnlich gewesen sein. Wassertemperatur war schon ein Problem, ohne dass das Ding richtig Leistung hatte. Mhm. Wir sind ja mit 160 PS rumgefahren und trotzdem hast du auf der Rennstrecke schon so 105 Grad. Ist das so ein Motor, der mit irgendwie 115 Grad läuft? Nee, eigentlich nicht. Okay. Also fährst du ihn ganz normal, hat er eher 85, 90. Okay, ja. Fährst du dauerhaft Rennstrecke. Dann geht er schon hoch bis auf 115 teilweise, dann mit Ladeluftkühler, Klima raus und so weiter, wurde schon besser. Ja. Aber unter 105, 108 keine Chance. Mini Cooper ist ja. So, wir waren allerdings bei dem Problem hierbei ist eigentlich, dadurch, dass dieses Teil jetzt auf der Kurbelwelle sitzt, ist das natürlich gerade für hohe Drehzahlen oder auch so Schwingungen natürlich der Mord für so eine Pumpe. Ne? Das Problem ist immer bei diesen hohen Drehzahlen, dass die Fliehkraft im Prinzip das Öl in dem Rad hier nach außen drückt und dass du so halt Ölfilmabrisse oder Öldruckabfälle haben kannst. Ist das beim Subaru auch so? Ja. Oder ist das bei, echt? Mhm. Weil ich weiß, die 5-Zylinder bauen das sogar gerne um mit Absicht. Ja, richtig. Also wir sagen, alles bis 8000 können wir mit... die sind auch so voll. Warte mal, hier ist... ja, aber das ist genau ähnliches Prinzip. Das ist ähnliches Prinzip und wir haben auch oft das Problem, dass dieser Steuerkolben hängen bleibt, weil der sehr mit wenig Toleranz gefertigt ist. Hier ist der Steuerkolben drin. Mhm. Ja? Und hier ist auch so eine Pumpe drin, also so Räder, die saugen das dann hier an und wird dann da in den Motor geführt. Ja. Mhm. Gleiches System, bis 8000 Umdrehungen, dann bitte auf irgendwas anderes umbauen. Mhm. Ja. Was, 8000? Ja, es ist schon viel. Ja, angeblich kann man die Motoren so 8,5, 9 drin. Weil halt relativ wenig Hub und so weiter. Ne? Ja, die Frage ist halt, wie betreibst du den? Wenn du den auf der Renne, würde ich es nicht machen. Aber du willst den ja eigentlich auch so auslegen mit hoher verdichtet, dass du nicht so hoch immer drehen musst. Ne? Mhm. Cooler halt bei Hochdrehen auf der Rennstrecke ist halt immer ein breites Band. Weißt du? Das ist so. Mhm. So, okay. Ölpumpe, Kolben, Pleuel haben wir. So, jetzt zeigen wir euch noch einmal den Motor an sich hier drüben. Der massive. Extrem das süßes Ding eigentlich. Das Mini-Hulk. Der ist so schwer. Das ist ja Gussblock. Schöner, guter alter Gussblock.
an sich eigentlich cool. So viel aufbauen kann man noch nicht. Wolltest du gerade auch reden? Ja, hat es geschafft. Nein, nee, ich wollte eigentlich nur hier auf den Steg nochmal einmal drauf eingehen. Ja, viel ist da nicht über, ne? So, ne? Also wenn wir jetzt nochmal 2 mm aufbauen würden, ist nee, da schnell... Der ist jetzt 72 original. Der ist sogar auch, der ist bis auf ein Hundertstel genau. Es hat ja allerdings Riefen. Wir bohren den auf 72,25. Bohren hoch. So. Aber für das kleine Ding ist der schon... Ja, ja, das Ding ist massiv ausgelegt. Hier auch mit den Versteifungen hier unten und ja. So. Das hätten die nicht so machen müssen. Das ist aber super gemacht. So, extrem cool auch Ölspritzdüsen über das Hauptlager stecken hier drin und spritzen dann hier hinten. Spritzt dann auf Kolben unten. So, das Allerkrasseste ist jetzt halt diese komplette Lagerkassette. Alleine schon, das merkt man schon beim Draufsetzen, wie, die ist super. Wie Stabilität das hereinbringt. Das heißt, wir haben nicht einzelne Lagerdeckel, die wir nebeneinander draufstecken, sondern wirklich Kohlewelle reinlegen und dann buff diese ganze... Das brauche ich in dein VR6. ...Kassette drauf. Ne? Das wäre geil, ja. Vor allem beim VR6 ist es ja hier sogar noch freistehend. Ja. Das heißt, die komplette Lagergasse steht offen in dem Block. Hier nochmal abgestützt, plus so, könnte glatt schon fast so ein 600-700 PS Vierzylinder werden. Ne? Soll ich dir sagen, wo das Problem ist? Das Problem ist dieser kleine Durchmesser von der Kurbelwelle und Pleuelzapfen. Ne? Du hast dann sehr viel Druck auf einer geringen Fläche und das bringt dich am Ende rein rechnerisch irgendwo ans Limit mit Pleuelab. Was würdest du sagen, kann so ein Motor? An Ladedruck, der Block, wenn wir jetzt nur über den Block reden. Ja, also generell so, wenn wir so fertig sind mit dem Ding. Kann ich in bar reden? Ja. Ich würde mal sagen, 2,2 muss der machen. In dem Step schon? Ja. Was planst du? Also 2,2 bar auf dem Ding gebe ich 2 Runden Pizza Werk. Gibst du nicht? Ja, ich glaube, das ist schon eine richtige Leistung. Ja, ja. Guck mal, der hatte die 200 PS, die er jetzt zum Schluss hatte, hatte der auf Drehzahl bei 0,7 bar. Der oben raus eine 0,7 bar gemacht, das Ding. Oh. Ja, zwar kurz auf 2,12 einmal hoch, ja, aber ja, so hoch verdichtet, ne? Ja, ja, ja. Und dann wirklich abfallen bis auf 0,7. Aber du kannst doch alle möglichen Rennsprit fahren. Du kannst auch kippen, weil... Ja, klar, durch. Eigentlich muss 2 bar. Weil ich muss ja immer in so Relation und diese Baro-Dinger, die dann 9,3, 9,5 zu 1 verdichtet werden, fahren so über 2 bar. Und das ist bei weitem nicht so ein massiver Block. Mhm. Und die halten das eigentlich. Also der Lader, der jetzt draufkommt, das ist ein Upgrade-Lader basierend auf dem größten Serienlader, den es hierfür gibt. Okay. Der wird keine 2 bar. Nein, halten. Wird er nicht machen. Okay. So, aber so 1,5 und 300, 320 PS in dem Dreh, ja. 350 vielleicht, wäre schon geil. Aber ich denke, wenn du Spaß am Schrauben hast, dann kannst du den Blockgehäuse... Habe ich nicht mehr. Wenn du den Blockgehäuse kannst du wirklich 2 bar zumuten. Ja, ja, wir werden es testen, auf jeden Fall. Das, was dann hier Pleuellager mit pflücken geht. Mhm. Kolbenpleu muss das halten. So, Welle, keine Ahnung. Einen letzten Punkt noch, warte, andere Richtung filmen. Hier ist serienmäßig leider nur ein M9-Gewinde drin. Ja. Was vielleicht sogar auch reichen würde. Aber ich habe mal von unseren Pro Series Bolzen aus ein paar Resten zusammengesucht, eine passende Länge aus in M10. Mhm. Gleiche Steigung, nur eine Nummer größer. Und jetzt müssten wir noch gucken, ob wir die da reinkriegen. Mhm. Das wäre ein Volltraum. Ja, hier steht ja auf jeden Fall genug Material. Aufbauen auf 8,8. Und dann können wir hier das M10 mal 1,25 Hände stand einschneiden. Okay, cool. Weil wenn die dann da nämlich noch drin sind, dann sind wir auf jeden Fall safe. Ja, dann wird der 500 PS können. 2 bar. Aber ich glaube, 2 bar sind in der Kiste wirklich schon 500 PS. Ja. Ja, das glaube ich schon. Und das hat auch Francesco gesagt, dass die 500 PS da fahren. Ja. Ich glaube, dann geht es allerdings auch so richtig mit Getriebe los und so weiter. Gerade ja, auf jeden Fall. So, okay, das heißt, was machen wir jetzt als erstes? Wir versuchen nämlich tatsächlich heute mal in einem Video diesen ganzen Block mehr oder weniger fertig zu bearbeiten. Und dabei haben wir schon 20 Minuten gequatscht. Ja, wir haben das Projekt jetzt vorgestellt. Die interessanten Sachen habt ihr jetzt schon mal gesehen. Jetzt können wir Espresso trinken. ja, im ersten Schritt müssen wir erstmal das Ding sauber machen. Ne? Also der ist so ein, wir werden den jetzt nicht im Säurebad vorher und dann lackieren, da haben wir alles keine Zeit für. Der wird jetzt ordentlich sauber gemacht, dann wird der gestrahlt in der Strahlkabine und dann geht das alles, das ganze lose Material geht dann ab. Der wird aber dann jetzt nicht wie frisch lackiert aussehen, aber er ist sauber. Freue ich mich auch extrem drauf, weil das ist übrigens genau das, wie Andi und ich uns eigentlich kennengelernt haben damals. Hattest du nämlich einen Lambo-Block gestrahlt. Genau. Wie nennt sich das eigentlich? Sodastrahlen, also, ne? Sodastrahlen, ja. Das heißt, Soda, da ist irgendein Reinigungs-, ja, also Granulat? Das ist ein Granulat mit Wasser, gleichzeitig so, das ist so Softblasting.
Also wenn, weil wenn du nur mit einer Strahlmaschine arbeitest, die nur Sand strahlt oder Glasperlen oder so, dann ist es immer eine sehr raue Oberfläche. Mhm. Mit dem Wasser wird das sehr, würdet ihr gleich sehen. Aber grob Ablauf, sauber machen, ja. Bohren, Plan. Dann vorher auf jeden Fall, dann machen wir erst die Gewinde vor dem Plan wahrscheinlich, ist wahrscheinlich immer besser. Ja, genau. Wenn man doch mal abrutscht. Nee, wir können reinigen, dann Gewinde machen, dann bohren, hohen Plan und dann können wir uns mit dem eigentlich schon fertig, ne? Assembling. Kurbelwelle? Hauptlagergasse messen müssen wir noch. Ja, muss auf jeden Fall. Also jetzt einfach grob fahrlässig sagen, wer war heile der Motor, wir stecken das so wieder zusammen. Ja, nee, würde ich nicht machen. Wir werden auf jeden Fall Hauptlagergasse einmal messen und dann bauen wir die mal ein, gucken, wie die läuft. Wird schon passen. Okay, und die Welle können wir so lassen? Die werden wir leicht polieren, die spannen wir in die Drehbank ein, ein bisschen mit dem Vlies. Also die Welle hat keine Schäden, hier so leichte Spuren, dann ist alles top. Und das wäre jetzt aber auch so eine typische Arbeit, wie du normalerweise auch machst, wenn der Kunde einen Motor bringt, wie René sagte, zum Verstärken und so weiter. Wenn wir zeitliches hinbekommen, würde ich das machen, ja. Ja. So, okay. Ja, ich würde sagen, es geht als allererstes mit dem Reinigen los. Also unser Block ist jetzt Soda gestrahlt. Ja, ein bisschen. Andi ist nicht ganz mit meiner Leistung zufrieden hier, aber mir reicht es aus für diesen Zweck, weil man darf wirklich, wenn ich mich bei diesem Auto wieder da so drin vergrabe und so detailverliebt werde, das ist für ein Rennauto, habe ich mir sagen müssen, Race-Maschine, der falsche Weg, weil über kurz, über lang wird sowohl dieser Motor leider sterben, als auch das Auto vielleicht mal eingeplankt werden. Also da muss man einfach, mal übrigens mein neues Lieblingswort, Marius und ich haben es so gefeiert, als wir diesen Kommentar mit dem Einplanken gelesen haben. Das habe ich mir gleich gemerkt. So, deswegen, ja. So, Gewinde schneiden war auch ganz schön anstrengend, wie man vielleicht gesehen hat, weil 10 solche Gewinde in so einen Gussblock rein, obwohl es die gleiche Steigung war, ging ja eigentlich recht einfach, gebohrt und geschnitten, aber das war schon gut. Mhm. Morgen mehr Unterarm als René. So, was machen wir jetzt noch zum Abschluss hier? Das, was du den ganzen Tag machst. Ja, haben wir ja schon beim Lambo gemacht, also wir messen jetzt erstmal den Mittelpunkt der einzelnen Zylinder aus. Der Koordinatentisch fährt von alleine gleich, ich habe das Programm schon geschrieben. Somit wissen wir genau quasi XY-Achse im Mittelpunkt jedes Zylinders. Ja, und dann spindeln wir einmal durch die einzelnen Zylinder auf Sie 72,15 mm. Dann sind wir ein Zehntel Feinmaß und dann kommt der Kollege, wird der noch abgeplant und dann kommt er auf die Hohnmaschine. Dann kommt Dieter. Hohndieter, genau. Wir haben ja einen neuen Hohndieter, da gibt es eine erste Action. Leute müssen nicht fragen bezüglich Torqueplate. Torqueplate haben wir keine für das Ding. Ich sehe es auch bei dem massiven Block nicht für notwendig, auch wenn es ein 100. oder 200. hier oben vielleicht verändert. Bei dem Einsatzzweck, porchui, sagt der Russe. Nee. Torqueplate, für die, die es jetzt nicht wissen, Andi hätte gerne hier eine Platte draufgeschraubt, dass der Block verspannt ist, also wie wenn ein Zylinderkopf aufgeschraubt ist, während er auf Endmaß gehunt wird. So. Okay, also hier relativ unspektakulär. Ist das auch schon der zum Schneiden? Was ja, den habe ich auch schon eingestellt. Ja, also nimmst du den Taster raus, fertig. Ach, der ist schon auf den Durchmesser eingestellt? Ja. Das ist Fließbandarbeit. Sollen wir gleich noch zeigen, gerade den wir reinstellen, oder? Ja, wir haben noch so ein paar Videos vor uns, das machen wir irgendwann mal. So. Okay, grober Ablauf, also bohren, dann hier schon planen oder erst hohen, dann planen? Nee, in der Aufspannung direkt einfach durch drüber planen. Dann wechsle ich hier auf den Hohnkopf, den, guck mal, das Ding, erinnerst du dich an dieses Ding? Du meinst den Plan, Dieter? Nein, erinnerst du dich an diesen Arm?
Der war hier nie. Ich wollte, kannst du ja mal einen Bandscheibenvorfall erinnern? Nee, ja, genau. Ich wollte es vorhin erst nicht sagen, weil hat mich irgendwie so ein bisschen auch an so, weißt, so eine Reifenaufziehmaschine erinnert, ja, ja, wo auch öfter mal so einen Arm rausguckt. Aber das Ding muss schon besten machen. Dank an Comic, die haben, weil die diese Maschine immer in den Videos gesehen haben, haben gesagt, ey, da muss so ein Arm dran, haben wir diesen coolen Arm. Das geschaut. Heißt, du kannst jetzt direkt anfahren. Genau, ich fahre hoch und dann schwenke ich den Dieter rüber, mhm, und dann kann ich das direkt umspannen. So, das heißt, wir planen den einmal. Wir planen den nur so viel wie notwendig. Also wahrscheinlich noch nicht mal ein Zehntel muss er wahrscheinlich runter, ne? Je nachdem, ach, wie krumm er ist. 300. Und ihr kriegt mal wieder ein paar cinematische Einblicke von René und dann sehen wir uns beim Honen gleich.